In der Mitte kommt trotzdem ein Teppich. Aber das sind jetzt nur Walls, ich habe mich fett gemacht. Dann, machen wir das auch nochmal bei allen anderen. Aber wie gesagt, ich mache Walls. Achso, du machst so ein Replace oder was? Ja. Passiert schon was? Nein. Du hast wahrscheinlich das Falsche angeklickt. Ja, guck mal in den Chat. Ja. Habe ich schon gewundert. So. Das heißt aber auch, wir müssten... bei den Säulen, die am Rand stehen, müssten wir das auch so ein bisschen... machen, also so rum. Gehe ich mal kurz auf die andere Seite. Was ist hier mit den ganzen in den Ecken? Da lassen wir es einfach, oder? Ja, die gucken ja nicht raus, oder? Nee. Ja, nee, da lassen wir es. Ihr könnt hier an unsere Zuschauer hier diese Namen der Hallen, da wissen wir noch nicht genau, wie wir das nennen. Das ist ja hier eigentlich nur so eine Vorhalle, wo es dann halt verbunden wird zu den eigentlichen Schreinen und zu den Türmen. Das heißt, ihr könnt vielleicht mal so ein bisschen mit überlegen, wie wir zum Beispiel diese Halle nennen, weil Vorhalle oder irgendwie sowas, das ist eigentlich schon hierfür vorbehalten. Wobei eigentlich eher mehr für da, wo das Tor drin ist und da, wo der Schrein ist, ist hier das Wasser ist, ist eigentlich auch was anderes. Wir bräuchten hier eigentlich so ein paar Namen. Vielleicht könnt ihr einfach mal in Chat schreiben, in die Kommentare, alle möglichen Bezeichnungen für solche Hallen hier in so einem Tempel. Das wäre nicht schlecht. Also, ich forstet Wikipedia Copy-Paste. Nee, Quatsch. So, ich bin mal hier am gucken, wie das hier aussieht, wenn ich hier mal so eine Pflanze einfach zwischen die Säulen packe. Aber ich würde keinen Steinkübel machen, das sieht wieder so alles steinig aus. Dann machen wir das. Dann nehmen wir die hier. Ja, oder die. Und ich nehme jetzt ein Fass und zwar. Nee, warte, wir haben hier drin. Ich nehme am besten dieselben Materialien. Wir haben hier schon. Achso, das ist ein Fass sogar. Dann kommt der. Und zwar brauchen wir hier natürlich auch noch ein bisschen Beleuchtung an der Innenseite. Das heißt hier an den. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, hier ist noch besser. Überall da, wo ich jetzt ein Fass hin mache, Goran, muss obendrauf ein Kohleblock und dann halt hier bekannterweise diese Fackelständer müssen wir daraus machen. Müsste auch weit genug weg sein von den Pflanzen, dass sie ja kein Feuer fangen. Wenn ich... Warte. Was ist, wenn man auch hier so links aufhängt? Ja, auch. Wobei wir da jetzt noch nicht genau wissen, wie hoch da das Seil führen wird. Ja. So, machst du schon mal Trapdoors an die... Ja, gleich. Ich bin noch am Fokussieren. So, 1, 2, 3... Zünde ich am besten direkt schon an. Dann sehen wir auch den Effekt. Trapdoors. Feuer, Feuer. Ich finde immer so diese typischen Feuerkübel, die machen es wirklich tempelmäßig, weil das sieht man meistens nimmer nur in so antiken Tempeln, beziehungsweise in den Filmen zu diesen antiken Tempeln und antiker Alles Zeit. Alles ist dunkel, eine Fackel wird dann erzündet und eine riesige Halle ist beleuchtet. Ja. So. So. Ja, ist ja schon mal viel heller und ein bisschen gemütlicher. Jetzt in der Mitte würde ich trotzdem irgendeine Art Teppich. Und wenn's... Also ich würde ihn aber nicht durchgehend machen, weil es dann auch irgendwie wieder komisch aussieht. Aber vielleicht ändert sich das noch so ein bisschen, wenn wir wissen, wie die... wie das Dachgewölbe aussieht. Da könnten wir uns am besten rennen... kannst du mal in die... Was ist, wenn wir den nehmen hier? Ja.
Aber vielleicht nur, warte mal. Nur. Machen wir hier eins draus. Vielleicht nur an den Dingern so ein 5x5 von dem, was du gemacht hast. Dass dann bei allen. Bei allen vier Möglichkeiten. Ja, ja, lass mal machen. Und dann kann man Dreier. Was ist denn das? 125 Doppelpunkt. Also die Half-Slap ist 26 Punkt. Ja, was hat das denn für eine 5. ID? 5? Ja, jetzt ist aber die Frage, wie die doppelten. Ja, das gleiche. Die gleiche ID wie. Okay. Ich weiß gar nicht, sollten wir vielleicht hier so? Guck mal kurz zurück. Was hältst du hiervon, wenn man diese Verbindungen so macht? Ah, shit, warte mal. Ja. Mach aber zwei. Ach nee. Ja, das ist ein bisschen anders. Warte mal, ich mach mal kurz. Undo. Mach, lass uns nur hier auf der Längsachse welche verteilen. Ja. Ah, nothing left to undo, ey. So, so, so. So. Aber oh, die Kleinen wolltest du auch hier machen. Okay. So. Dreier. Und ein Fünfer. So. Hm, ja. Machen wir das auch. Sieht schon mal ein bisschen gemütlicher aus. Ja, wir müssen echt gucken, dass das Dachgewölbe dann eine Menge reißt. Das ist einfach so. Sollen wir denn mal schon mal so ein Dachding kopieren? Ja, wir gehen am besten mal in irgendwie. Was meinst du mit Dachding? Die Innenseite vom Dach. Hier so. Die Innenseite, ja. Ja, hier ja. Aus in, von Panal hier. Warte das mal. War nicht schwieriger zugänglich als beim Torhaus? Ach so, ja. Gehen wir zum Torhaus. Hast du schon kopiert? Nee, ich habe noch nichts gemacht. Ja, dann. Ich weiß auch gar nicht, wo ich wirklich die Punkte setzen soll. Ich auch nicht. Nimmst du einfach hier so. 1. 2. Nee, noch tiefer. Oder? Warte mal. Jetzt weiß ich ja, grad selber nicht. Hin? Ich bin außen. Ah, da. Ah, nee, ich muss sowieso erst von der Seite, weil, ich sonst das Tor weil kopieren ist so. Würde. Ist so, ist so. Nee, wir können einfach hier oben. Da sehen wir ja das Muster. Ich mach einfach mal kurz von da bis da. Ich kopiere das mal in die Luft rein. Ja. Meine Herren, ich kann Copy nicht schreiben. So, Copy. Ich rotiere es auch schon mal. Cozy. Ja. Rotate. Füge es erstmal hier über uns ein. Paste. So, und dann können wir gucken. Auch recht akkurat kopiert. Da, das letzte brauchen wir nicht. Set 0. Ja, aber das war's dann auch, oder? Ja. Aber Moment. Wenn du da drüber was kopieren willst. Das hier ist ja die oberste Schicht hier, ne? Ja, die müsste eigentlich noch weg erstmal. Da könnte man theoretisch da drüber noch eine Reihe machen. Ja, genau. So, jetzt ist die Frage, wo genau füge ich es ein? Mal kurz hier. Ich stelle mich mal genau hier vor und ich fliege am besten auch nicht, sonst ist das meistens so komisch. Unexakt. So, Copy. Und ich mache auch nur, kannst du mal kurz diese dunkelgraue, eine Reihe wegnehmen, nur um zu gucken, ob da irgendwie was gefährdet wäre. Okay. Hoch, jetzt hat es angefangen zu stürmen. Ich hab schon wieder ausgemacht. Okay.
Aber so nee, wahrscheinlich brauche ich es nicht. Also ich setze mich nämlich mal genau hier hin. Mal Paste. Trotzdem minus A. Nee, es kann... Warte mal, Undo. Ich gehe mal einen weiter raus und einen höher. Dann müssen wir irgendwie noch Lückenschließung machen. Ja. So wäre jetzt mein Vorschlag. Das ja, natürlich wenn du es stackst, dann ist einer da. Drei. Ah, okay. Da, wo die Säulen sind, da müssen wir nachher einfach, ja, automatisch wieder was die Säule erhöhen. Ja, irgendwie so. So, du kannst das Ganze schon mal markieren. Und verteilen. Auf die andere Seite. Ah, warte, nee, noch nicht kopieren. Wir machen erstmal hier die letzte Zeile. Ja. Ja, jetzt ist die Frage. An sich macht Sinn, dass man da trotzdem was Holziges macht, ne? Hm. Warte, nee, wir können, auch einfach wieder Treppen machen. 1, 2. So sähe das doch eigentlich ganz ansprechend aus, oder? Ja. Machen wir es gleich ein bisschen höher, oder? Ja, warte. Während ich hier kopiere, kannst du schon mal auf der anderen Seite der Halle auch diese eine dunkelgraue Reihe wegmachen. Null. Ich habe jetzt schon zu viel kopiert. Da darf ja die letzte Reihe gar nicht mitkopieren hier. Sondern nur bis... Hier. Copy. So. Oh, ich hab sogar getroffen. Yeah! Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Achso, da drüber. Ja. Da war er. Ich kopiere mal. Copy. So eine Säule. Noch mal einen. Oh, dahin. Ja, warte. Immer schön schrittweise. Ja, hier müssen wir jetzt sowieso irgendwie gucken, dass wir die verbinden. Ich würde sagen, auch auf der Höhe hier. Mhm. Also ich kopiere jetzt erstmal. Warte mal, ich mache jetzt erstmal hier hinten. Also wir gucken hier auch an unsere Zuschauer hier. Wir gucken hier echt, es gibt ja viele Leute oder bei vielen Bauwerken wird einfach so gemacht, dass das, was man nicht sieht und zugebaut wird, das ist meistens irgendwelche Hohlräume. Das Problem bei solchen Hohlraum-Riesen-Buildings ist, all diese Sachen, die man theoretisch sehen könnte, werden gerendert vom Spiel. Und dadurch, dass wir Hohlräume schließen, die man sowieso nicht sehen würde, weil man davor halt noch irgendeine Wand wäre, ja, reduziert Lag, weil es nicht gerendert werden muss, vom Spiel aus. Und, ja, also das allein schon als Tipp, falls ihr irgendwie Megabuilds baut, guckt, dass ihr die Hohlräume auffüllt, weil dann habt das ein bisschen leichter mit solchen Sachen. Und, ja, es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man weiß, das spawnt jetzt kein Monster irgendwie. Oder es ist einfach irgendein Hohlraum und es ist doch irgendwie doof und sowas halt. Jetzt gehe ich mal hier vor. Also ich kopiere jetzt mal diese ganze Leiste einmal rum. Mhm. Ich erhöhe die Säulen.
Paste. Und ihr habt da oben vielleicht schon gesehen, wo dieser Gang rumgeht. Da wäre es vielleicht ganz lustig, wenn wir auch noch irgendwie da eine Verbindung zu dieser Seite hinkriegen. Also ich zeig's nochmal für die Leute. Hier vorne ist so ein Balkon, wo man hier reinguckt. Es wäre cool, also da könnte man einen ganzen Raum noch machen, irgendwie so ein paar Arbeitsräume. Ja. Diese Empfangsräume. Oh, wir müssen... ich habe die letzte Dings schon abgecuttet. Von der Block-Schematik. Das heißt, ich mach mal kurz Undo. Schieb mal die Block-Schematik woanders hin. Ja, Moment. So. Oh, schon gemacht, oder? Ja, hab sie mal 12 gemoved. Okay. So. Da können sogar Arbeitsräume irgendwie hin, weil es schon so breit ist. Wir können ja da ein bisschen noch reinbauen. Und dann halt mit Blick irgendwie runter in die Halle. Kommt bestimmt ganz cool. So, jetzt Rotate 180. Ist auf die andere Seite. So. Allgemein, überhaupt die Frage nochmal an unsere Zuschauer. Nicht nur wegen den Namen zu den Hallen, wie man die so nennen kann. Wird immer ein bisschen langweilig, wenn man sie große Halle oder so, also Halle der Erkenntnis oder so. Wäre natürlich auch ganz cool. Muss natürlich so ein bisschen Sinn haben. Aber im Allgemeinen, dass man das alles bezeichnet, wäre cool. Und, worauf wollte ich jetzt hinaus? Moment, jetzt muss ich erstmal überlegen. Ah, shit, der Regen hat die Fackeln ausgemacht. Ja, ist ja... Kann man ja nachher alles. Ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Ist egal. Ich komme bestimmt nochmal irgendwie mal drauf. So. Ich hab gleich die Säulen in der Mitte, die hab ich schon mal so gemacht, dass die höher sind als die am Rand, weil am Rand ist, muss es noch ein bisschen... Ja, da würde ich da, wo jetzt... warte. Klick. Soll ich auch erstmal Paste machen, minus A? Nee. Ich würde hier... Also nur, mach nur in der Mitte. Das reicht. Ich würde hier vorne schon gucken, dass wir dann hier die Mauer einfach reinziehen. Und hier kann... Das ist die große Frage, wie wir es machen. Ob nur so. Sieht ein bisschen doof aus. Ja, da muss unten irgendwie was mit Stein. Auf jeden Fall würde da drüber dann eine Mauer kommen. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Aber es kommt jetzt schon mehr nach einer Halle zugute. Hier am Ende von dem Flur, wo hier noch grüne Wolle zu sehen ist, machen wir wieder ein hohes, langes Fenster, ne? Ja. Können wir irgendeinen Altar, irgendeinen Tisch machen oder so. Ja, wo man Kerzen anzünden kann, da gibt es ja hier beim Christentum auch bestimmte Sachen. So. Habe ich da schon mal was... Och. Zugemacht. Ja, das beziehungsweise ist bei den Hallen, wo die Statuen drin sind, bin ich ja noch unter diesem inneren, unter dieser inneren Aussichtsplattform so ein Gitter. Wann da nicht irgendwie auch noch ein Fackelbehälter macht? Weiß ich nicht. Muss jetzt erstmal nicht machen. Ich würde mich jetzt erstmal um das Design kümmern hier von diesem Bogen. Man könnte ja, bin gleich so weit. Hier vorne. Was hältst du davon, ja, wenn wir hier einfach nochmal so eine Fichtenquerträger machen, die Lampen halten?
Ja. Mit Eisen an der Stelle, oder? Ja, lass mal machen. So. Aber gerade überlegt, man könnte theoretisch, wer Quarz jetzt, also die Säulen von Quarz, die kann man ja auch querlegen. Da hätte man die nehmen können. Also bist schon so weit, okay. So, das zum einen. Ja, wenn man dann hier schön hochguckt. Wohl, warte. Das Gute ist, durch die Fackeln, die ja da überall an der Wölbung da sind, Ja. das ist auch alles gut beleuchtet. Die sieht man auch irgendwie kaum. Also man sieht sie zwar irgendwie, aber nicht alle. So. Ja, jetzt müssen wir irgendwie diesen Bogen hier, das Dilemma damit. Also oben wird es dann wahrscheinlich genau gleich laufen. Da wird dann oben auch wieder Holz sein hier. Das. Und dann werden wir die dann halt wie auf der anderen Seite verbinden. Aber mittig oder wie Ja, so oder genau. was? Allerdings, wie gesagt, wir sollten erstmal gucken, wie dieser Bogen aussehen soll. Weil so wie er jetzt ist, Ja. weiß ich nicht, ob der so. Also als erstes würde ich vorschlagen, wir machen hier erstmal so eine Schicht hiervon. Okay. So. Und jetzt könnte man eigentlich überlegen, ob man nicht so macht. Ja. Und wie daneben halt so. Und fertig. Okay, kannst direkt so kopieren. Also von hier zu da. Copy. Miau. Copy. Paste. Miau. Paste. Oh Miau. Mann. Du kannst die andere Seite machen. Rotate 180. Jo, wir machen jetzt hier noch ein Passte. bisschen weiter. Ich denke mal, man hat so ein bisschen, man erkennt, dass es hier langsam eine Halle wird. Wir werden natürlich weitermachen, ist klar, sonst, das ist ja hier so eine Baustelle sonst. Aber das wird sich jetzt hier noch so ein bisschen mit den gleichen Routinen immer wiederholen. Von daher würde ich sagen, beenden wir einfach mal die Aufnahmesession. Ihr Jo. könnt, wie gesagt, immer Tipps geben, Namen zu irgendwelchen Projekten oder allgemein irgendwie Ideen liefern. Nehmen wir immer gerne an. Und ich würde sagen, damit sind wir raus und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.